Über Fans, die den FC St. Pauli nach Hannover begleitet hat. Moralische Unterstützung sicherlich auch für Seppo Eichkorn, der Herr ganz rechts. Seit 8 Spieltagen ist er Cheftrainer bei den Hamburgern, aber erst ein Sieg. Die Initiative aber übernahmen zunächst die Hannoveraner. Eigentlich wie erwartet. Schließlich sind sie auf dem Weg nach oben. Seit 7 Spieltagen ungeschlagen. Hakan Vicici, der kleinste Hannoveraner, führt alle Eckstöße aus. Stiftet damit große Verwirrung. Und dann bekommt er noch einmal den Ball. Und was für ein Treffer. Das 1:0 für Hannover in der 9. Spielminute. Die Wiederholung. Zuschauer im Niedersachsenstadion hellauf begeistert. Denn 96 blieb die spielbestimmende Mannschaft. Und immer wieder im Blickpunkt Hakan Vicici. Kein St. Paulianer fühlte sich zuständig für ihn. Den mit 1,67 Meter kleinsten Mann auf dem Platz. Hakan Vicici, der Türke in der ersten Halbzeit, der überragende Spieler. Etwa nach 20 Minuten St. Pauli mutiger mit Leonardo Manzi. Und dann dieses Foul von Torwart Jörg Sievers. Riesenglück für ihn, denn dafür haben andere Torhüter schon die rote Karte gesehen. Die Wiederholung, Sievers verfehlt den Ball, trifft Manzi genau am Schienbein. Schiedsrichter Brandauer aus Rheinstetten äußerst großzügig, obwohl er im weiteren Verlauf 7-mal die gelbe Karte zeigte. St. Pauli aber weiter auf dem Vormarsch, mit Manzi. Aber welch kläglicher Abschluss des Brasilianers. Danach zunehmend triste Stimmung. Sicherlich nicht nur wegen des einsetzenden Regens. Das Spiel verflachte und Schiedsrichter Brandauer ließ in der ersten Halbzeit fast 4 Minuten nachspielen. Thomas Goch. Die Gefahr für 96 noch nicht bereinigt. Die Hamburger drängten mit aller Macht, wollten den Ausgleich noch vor der Pause. Wieder Thomas Goch. Und das ein weiteres Beispiel, warum St. Paulis Angriff zu den Schwächsten der zweiten Liga zählt. Halbzeitstand 1:0. Roman Wojcicki, Hannovers Abwehrrecke im Doppelpass mit Vicici. Der Spielführer der 96er, immer offensiver. Aber im letzten Moment klärt Tapio Järvinen, einer der beiden finnischen Nationalspieler, mit denen sich die Hamburger verstärkt haben. Danach St. Pauli immer überlegener, mit Dirk Dammann. Sieht Peter Knebel. Und dann das 1:1 in der 67. Minute. Hochverdient, denn 96 in dieser Phase ohne Biss, ohne Kampfgeist und das die Strafe. Noch einmal das schöne Zuspiel von Dirk Dammann. Und Peter Knebel, der Spielmacher und Spielführer der Hamburger, krönt seine exzellente Leistung mit diesem Tor. Schon 9 Punkte hat Hannover in dieser Saison zu Hause abgegeben. Sollte es wieder nicht zu einem Sieg reichen? Und achten Sie auf diese Szene. Jochen Heisigs Kopfball wird von Peter Knebel mit dem Ellenbogen abgewehrt. Der Schiedsrichter aber lässt weiterspielen, obwohl er auf Elfmeter hätte entscheiden müssen. Noch einmal diese Szene. Eindeutiges Handspiel. Glück für St. Pauli. Und Hannover drängte weiter. Wieder Eckstoß Vicici. St. Paulis Abwehr mit dem Rücken zur Wand. 96-Trainer Eberhard Vogel sichtlich ungehalten. Wieder Vicici. Zögert zu lange. Aber spätestens hier zeigte sich, wie sehr den 96ern der gesperrte Milos Dielmas fehlte. Und das war dann auch schon die letzte Aktion. Riesenjubel beim Anhang des FC St. Pauli. 1:1 in Hannover. Sie feierten das Unentschieden mit Gesängen. So ein Tag